Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, <laughs> hi! You're both together. Oh, it's good to hear you both. I, I I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We call to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and, and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I'm looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both. And um, getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the, the words you have spoken and the friendship that you have. Hallo. Wenn der Wunsch die Wirklichkeitsbetrachtung ersetzt, triumphiert am Ende selten der Wunsch. Das war bei der medialen Befassung mit Trump so, das war bei Biden so, wird es sich bei Kamala Harris wiederholen? Dazu eine Kolumne von Jan Fleischhauer mit dem Titel Der Journalist als Fan vom 2. August 2024. Viel Spaß! Haben Sie gesehen, wie die Obamas Kamala Harris gratuliert haben? Tagelang hatte sie auf die Unterstützung des demokratischen Power Couples gewartet. Warum wartet Obama mit dem Endorsement? Das war die Frage, die ganz Washington beschäftigte. Hat er Vorbehalte? Wartet er nur auf den richtigen Augenblick? Und dann klingelt das Telefon. Barack und Michelle sind sogar beide dran, um zu sagen, wie stolz sie auf ihr Mädchen sind und wie toll sie es finden, dass sie nun die Demokraten in den Kampf ums Weiße Haus führen werde. Schnitt auf das Gesicht der Kandidatin, die gefasst, aber glücklich die frohe Kunde vernimmt. Gänsehautmoment. Woher wir so genau im Bilde sind? Weil es ein Video gibt, in dem der Anruf festgehalten ist. Zufälligerweise war gerade ein Berater zur Stelle, der ans Handy ging, als Obama durchklingelte. Doppelglück dann, dass jemand eine Kamera in der Hand hielt, um die Szene einzufangen und natürlich war auch gleich der ton perfekt so dass wir die tiefe stimme barack obamas von der ersten sekunde an in voller lautstärke hören können gefolgt vom warmen timbre michels camilla hello hi hey there oh hi you're both together so schön so menschlich kann politik sein ach so alles nur inszeniert kein wort wahr Nein, nein, genau so habe sich der Anruf zugetragen, hat die Sprecherin von Kamala Harris der New York Times gegenüber beteuert. Nichts sei gestellt, jedes Wort sei dem Augenblick abgelauscht. Es gibt im Englischen ein Wort für diesen Moment, wenn man sich am liebsten vor Schmerz krümmen würde, weil das, was man zu sehen bekommt, so schrecklich ist. Die Engländer nennen das Grinch. Das Wort hat sich auch im Deutschen eingebürgert, weil es viel anschaulicher ist als das deutsche Fremdscham. Das Obama-Harris-Telefonat ist Grinch im Quadrat. Ich kenne Leute, die konnten den Clip nicht zu Ende schauen, weil sie die Mischung aus gespielter Aufgeregtheit und falscher mädchenhafter Bescheidenheit nicht ertrugen. Ein Vorwurf gegen Trump lautete immer, er würde Fake News verbreiten. Aber kann man sich mehr Fakehaftigkeit vorstellen, als den Leuten vorzumachen, sie wären mit am Telefon dabei, wenn Obama anruft? Doch eigenartig. In den Medien, die ich konsumiere, keine Zeile dazu. Alles an Kamala Harris löst Begeisterung aus. Wie sie lacht, wie sie kocht, wie sie spricht. Dazu natürlich der Hintergrund. Keine Geschichte kommt ohne den Hinweis aus, dass mit ihr nicht nur die erste Frau ins Oval Office einziehen würde, sondern die erste schwarze Frau. Ja, mehr noch, die erste schwarze Frau, die auch noch über asiatische Wurzeln verfügt. Das wird so lange durchdekliniert, bis auch der Letzte weiß, welche historische Wahl bevorsteht. Ich habe mir Mühe gegeben, Kamala Harris toll zu finden, wirklich. Ich habe versucht, alles zu vergessen, was ich vorher über sie gelesen hatte, die Abgehobenheit und Aufgesetztheit, die viele ihrer Auftritte durchzieht, die Unfähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen, die andere Sorgen haben, als die Frage, ob es einer Millionärin gelingt, die gläserne Decke zu durchbrechen, der rüde Umgangston, mit dem sie mehrere ihrer Büroteams in die Flucht getrieben hat, all das konnte man lesen, bevor sie zur Frau aufstieg, die Amerika rettet. Ich bin mit Thelma und Louise aufgewachsen, dem ersten feministischen Rachefilm. Ich bewundere es, wenn eine Frau die Pumpgun rausholt und den Kerl wegpustet, statt sich lange über schlechte Behandlung auszulassen. Wie Kamala Harris gleich in ihrer ersten Rede Trump einen verpasste, indem sie ihn als Trickbetrüger und Frauenkrabscher bezeichnete, à la Bonheur. Aber dann bekam ich dieses vermaledeite Video in die Timeline gespült und die Zweifel waren wieder da. Woher kommt das Bedürfnis vieler Journalisten, sich selbst zum Fan zu machen? In dem Fall ist das doppelt kurios, da niemand in Deutschland bei der US-Wahl eine Stimme hat. Dennoch wird Kamala Harris angefeuert, als könnte sie der Wind der Zustimmung ins Weiße Haus tragen. Gut, wenn man an die Kraft des Gebets glaubt, dann mag es funktionieren dass auch in Presseorganen, in denen man sich ansonsten bei jeder Gelegenheit über den Glauben lustig macht, nun lauter Kerzlein ins Fenster stellt, entbehrt so gesehen nicht einer gewissen Komik. Die Nebenwirkung des Phantoms ist, dass man regelmäßig auf dem falschen Fuß erwischt wird. Wenn der Wunsch die Wirklichkeitsbetrachtung ersetzt, triumphiert selten der Wunsch. Das war schon bei Trump so, das hat sich bei beiden wiederholt. Man sollte meinen, dass dem einen oder anderen Korrespondenten aufgefallen sein sollte, wie altersschwach der Präsident ist. Dafür sind sie ja als Korrespondenten vor Ort. Aber am Ende waren sie von seiner Hinfälligkeit genauso überrascht wie ihre Leser. Der Politikoredakteur Jack Schaeffer ist neulich in einem Essay der Frage nachgegangen, wann der Journalismus seine Coolness verloren hat. When journalism lost his swagger, lautete die These im Original. Ich würde sagen, der Zeitpunkt fällt ziemlich genau mit dem Auftauchen einer neuen Form des Journalismus zusammen, der Einfühlsamkeit an die Stelle des Runterschreibens setzt und Rücksichtnahme an die Stelle der Boshaftigkeit. Die goldenen Jahre des Journalismus sind nicht von ungefähr auch die Wirkungszeit großer Spötter: Karl Kraus, Kurt Tucholsky, Alfred Polgar, Alfred Kerr. Es waren übrigens alles auch große Beleidiger und Niedermacher, weshalb man sie bis heute liest. Eines meiner Vorbilder ist der Autor Anton Kuh, von dem das Motto stammt Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Leider hat sich die Auffassung durchgesetzt, man dürfe nicht zu persönlich werden. Vor einiger Zeit stand im Spiegel ein Porträt des ehemaligen Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Es war ein außergewöhnlicher Text, auch außergewöhnlich boshaft. Der Autor zum Zeitpunkt der Niederschrift noch Journalistenschüler hatte den Ex-Politiker wochenlang begleitet und alles aufgeschrieben, was der ihm anvertraut hatte, darunter auch manches, von dem sich Altmaier im Nachhinein sicher gewünscht hat, er hätte es nicht gesagt. War die Redaktion stolz auf den Text? Nein. Es setzte im Gegenteil eine längliche Diskussion ein, ob man den Artikel in dieser Form überhaupt hätte drucken dürfen jemanden so vorzuführen, der doch eigentlich immer ein netter Kerl gewesen sei, das sei in hohem Maße unfair. Es fiel das Wort Menschenverachtend. War der Text unfair? Er war streckenweise sogar hundsgemein, aber eben deshalb auch sehr unterhaltsam. Außerdem erfuhr man ziemlich viel darüber, wie einsam Politik diejenigen macht, die ihr verfallen sind. Es gibt auch den umgekehrten Fall, also das freundliche Porträt über eine Person, die in Ungnade gefallen ist. Alexander Osang ist ein Meister dieser Spielart. Seine Arbeit hat ihm mehrere Kischpreise eingetragen, die dann Nannenpreise hießen, bis man fand, dass auch Nannen nicht mehr ginge, weil politisch zu belastet. Der Preis heißt jetzt Sternpreis, was über den Niedergang der Branche einiges verrät. Die meisten Journalisten wählen heute leider die ungünstigste Variante, brav über Leute schreiben, die alle gut finden. Der einzige, über den man noch in herabsetzender Form schreiben kann, ohne dass jemand daran Anstoß nimmt, ist vermutlich Björn Höcke, wobei selbst da bin ich mir nicht sicher. Jedes Porträt stellt ja Nähe zu dem Porträtierten her, indem es ihm auf den Leib rückt. Die bevorzugte Methode ist die Nahaufnahme, nicht die Fernbeobachtung. Also würde es heißen, muss es wirklich sein, dass wir Höcke auch von seiner privaten Seite sehen? Verlieren wir damit nicht die Distanz, verharmlosen wir so nicht die AfD? Auch von Donald Trump gab es dieser Tage neue Videos. In einem Clip sitzt er neben dem Profi-Golfer Bryson de Champ und zeigt seine Playlist vor, während die beiden von Loch zu Loch gurken. Trump ist so, wie er immer ist. Einfach er selbst. Das reicht völlig aus, um die Anhänger zu begeistern und die Gegner in den Wahnsinn zu treiben, ganz ohne Grinch.